Was geht ab, liebe Leute? Von heute hier auf meinem Kanal. Ja, ein kleines Problem ist aufgetreten. Meine PS4 wollte nicht mehr hochfahren. Ich musste ein Update hochladen. Das heißt, weil ich dann so nicht dran kam über die PS4, musste ich einen Stick nehmen, auf PC runterladen da drauf. Dann den Stick an der PS4 und dann, ja, um die PS4 wieder zum Laufen zu bekommen, musste ich die dann danach auf Werkeinstellung umstellen. Dadurch hat sich meine ganzen Speicher gelöscht. Alles auf neu. Das heißt, es ist kein Days Gone mehr drauf. Kein Last of Us, kein Formel 1, kein FIFA, nix. Ich habe aber jetzt eine neue Konsole mir geholt. Oh, kratz, kratz, juck, juck. Last of Us tue ich jetzt erstmal auf Eis legen. Ich sage jetzt nicht, ich will das nicht weiterzocken. Nein, 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 nein. Nur ich habe die Zeit jetzt nicht alle Spiele durchzuzocken. Ich will Assassin's Creed so gut wie möglich nach vorne zu zocken wieder. Das heißt, da wo ich aufgehört habe, dahin zu zocken, dass ich weitermachen kann. Days Gone ist das gleiche, versuche ich auch nach vorne zu zocken, wo wir aufgehört haben. Ja. Bei FIFA geht das leider nicht. Das würde euch auffallen und würde auch scheiße aussehen, wenn wir Pech haben. Deswegen habe ich gedacht, komm, probiere ich jetzt erstmal Manager Premier League mit FC Liverpool, wie weit ich da komme. Und das kommt morgen, mache ich einen kleinen Livestream, mal gucken, wie lange, eine Stunde oder so, oder 2 Stunden. Mal schauen, wie Lust und Laune ich habe. Ja, ist ein bisschen ärgerlich für mich, weil es sind ja nun nicht die Spiele, die gelöscht sind. Ich habe ja noch andere Spiele drauf gehabt, wie Far Cry, Spider-Man, GTA und Mass Effect, Andromeda. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Ja. Ich habe ungefähr über 30 Spiele und darf alle neu anzocken. Ja, es ist bewundernswert. Das wollte ich euch nur sagen. Na, ich will euch nicht hängen lassen oder so. Morgen kommt ein Livestream von FIFA mit Premier League, mit Liverpool. Ja, und ihr habt ja auch jetzt letzte Wochenende auch gesehen, dass ich Star Wars Fall of Order zocke. Nur weil mein Livestream mehrmals abgekackt ist, das heißt, mein Router sich mehrmals meinte, oh, fahr mal runter, ne? Hab heute mal keinen Bug. Sind da mehrere Teile drauf. Und weil ich nicht aufhören wollte zu zocken und keinen Bock aber mehr hatte, einen Livestream hochzufahren, der wieder sich abkackt, hab ich mir gedacht, mach ich ein Video. Jetzt heute mache ich noch eins. Dann schneide ich das schön zusammen und dann haue ich das, denke ich mal, so mittwochs raus. Ja, und dann gucken, so Freitag, Samstag, mal schauen, wie Lust und Laune ich habe. Kommt Star Wars und dann hoffe ich, dass mein scheiß Router länger hält, dass ich länger das Spiel live zeigen kann, weil wäre mein Router nicht runtergekackt oder runtergefahren, ja, hätte ich Maximum 4 bis 5 Stunden live gestreamt, aber naja. Immer wenn ich was mir ins Ziel setze, kommt irgendwas, was ja mir ein tierisch im Bug fährt. Aber naja, so ist das Leben. Ne? Ja, das war es jetzt von mir. Ihr habt mich mal schön in meine Pracht gesehen. Ne? Ja, dann wisst ihr mal, wie ich aussehe. Sonst seht ihr ja nur die Spiele und hört mich stimmemäßig. Und jetzt seht ihr mich mal. Ne?
Wow.